Alex Diehl, Glückwunsch zum Sieg 5:2 gegen Rosenheim. Das war aber ein ganz schönes Stück Arbeit heute. Ja, unangenehmer Gegner, würde ich sagen. Die schicken immer ein oder zwei Leute hoch, obwohl du eigentlich die Scheibe bei denen im Drittel hast. Es ist schwierig, gegen die zu spielen, aber ich denke, wir haben es heute ganz gut gemacht. Wie wichtig waren denn für euch die beiden frühen Tore im ersten und im zweiten Drittel? Geben die euch Sicherheit? Ja, gut. Man sagt ja mal, 2-0 ist so ein komischer Spielstand. Weil wenn du eins kriegst, natürlich, dann wird es wieder eng. Aber ja, natürlich gibt eine Sicherheit. Das ist ja natürlich besser als ein 0:0 oder ein 1:0 nur. Aber ja, es hat geholfen. Wir beide sind ja vor einigen Wochen hier gestanden nach dem Spiel gegen Bietigheim, wo es überhaupt nicht gut lief. Seitdem läuft es eigentlich fast wie am Schnürchen, möchte ich sagen, auch wenn jetzt die letzten zwei Spiele nicht so gut gelaufen sind. Was ist denn seitdem alles passiert in der Mannschaft? Ja, wie am Schnürchen würde ich jetzt nicht sagen. Am Freitag, das war natürlich kein so tolles Spiel, aber ja, es ist einiges besser geworden. Ich glaube, die Jungs haben wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt und damit spielt es sich dann einfach leichter. Und ja, ich denke, wie viel der Platz sind wir jetzt? Vierter, Dritter, irgendwie so. Und ich denke, das spiegelt dann den Verlauf bis jetzt schon einigermaßen wieder. Ja. Jetzt geht es am Dienstag übermorgen hier an der gleichen Stelle weiter gegen Landshut. Gleiche Marschroute wie heute. Ja klar, wir werden natürlich probieren, die drei Punkte zu holen. Wenn es zwei werden, auch gut. Wollen jedes Spiel gewinnen, da ist eigentlich scheißegal, wer der Gegner ist, aber vielleicht ist gegen Landshut nochmal so eine kleine extra Motivation dabei. Letzte Frage, Zahnschutz im Visier in der NFL abgeguckt? Nee, eigentlich nicht. Ja, am Freitag habe ich ihn hier in die Hose reingemacht, da habe ich ihn dann vergessen. Und jetzt mache ich es hier, dann sehe ich, wenn ich einen Helm ausziehe, sehe ich ihn gleich, dann kann ich ihn sauber machen und einpacken. Alles klar, danke dir Alex. Jiri Laaksonen, Glückwunsch zum 5:2-Sieg gegen Rosenheim. Du selber hast dich früh in die Torschützenliste eingetragen, das wichtige 1:0 erzielt. Wie fühlt es sich an, wenn man die Mannschaft zu früh in Führung bringt? Ja, ich freue mich, war sehr, sehr, sehr wichtige 3 Punkte. Und ja, wir haben gut gespielt mit Disziplin, mit System und ja, dann wir nutzen unsere Chancen und 4 Tore geschossen. 5 oder 4? 5, ja, gut. 5:2 gewonnen. Ja. Sorry, 5:2 haben wir gewonnen. Im zweiten Drittel war Rosenheim aus meiner Sicht ein bisschen die bessere Mannschaft. Ihr seid aber defensiv sehr gut gestanden. Ist das auch was euch auszeichnet in den letzten Wochen, jetzt vielleicht mal am Freitag, abgesehen vom Freitag, dass es defensiv gut funktioniert? Ja, wir haben auch Fokus hier zum eigenen Zone und defensiv. Wir müssen gleich zusammenspielen und in kleiner Arbeit zusammen vor Dornen. Und bleibt Rosenheim draußen. Und sie können spielen außen, aber wir müssen richtig tief und gut Körper spielen da. In 2 Tagen kommt es zum nächsten Derby gegen Landshut. Freust du dich drauf? Ja, diese sind immer die besten Spiele. Die Stimmung ist immer unglaublich. Und ja, wir brauchen noch mal 3 Punkte. Vielen Dank, Jiri, und alles Gute. Danke schön. Stefan Reiter, 2:5 heißt aus eurer Sicht nach 60 Minuten in Kaufbeuren. Sieht jetzt auf der Anzeigentafel deutlich aus, aber es war ein total enges Spiel, oder? Ja, klar, das Empty Net, dann das letzte Tor war auch ein bisschen unnötig, aber man muss halt sagen, ja, unterm Strich hat es Kaufbeuren heute schon verdient. Die haben ständig Druck gemacht, wussten, wie sie die Scheibe tief bringen müssen. Und ja, ist schwierig zu sagen. Wir hatten immer wieder gute Phasen, aber wenn wir 60 Minuten nicht unser Eishockey spielen, dann ist es auch schwierig, gerade gegen so eine gute Mannschaft zu gewinnen. Haben die Kaufbeurer aus eurer Sicht auch die Tore zum falschen Zeitpunkt geschossen? Das erste Tor in der ersten Minute, das zweite Tor in der 21. Das dritte kurz nach dem 2:1 von euch? Ja, natürlich haben sie, klar, wenn du gleich in den ersten Minuten da so ein Tor kassierst, das ist natürlich immer fürs Momentum ja, schlecht, sage ich mal. Dann die Antwort, ja, also das, ja, sie haben schon immer die richtige Antwort parat gehabt, aber ja, unterm Strich war es heute doch ein bisschen zu harmlos von uns auch. Im zweiten Drittel hattet ihr aus meiner Sicht mehr vom Spiel, hattet einige Chancen, hat auch so ein bisschen das Glück gefehlt am Ende, da steht mal die Scheibe auf, da kommt wieder ein Schläger rein, dann hält der Fiesinger wieder einen. Ja, das stimmt schon, aber ich meine, wir arbeiten, wir machen und tun, aber ja, wie du schon sagst, also ein bisschen Scheibenglück gehört natürlich da auch dazu. Das war jetzt nicht dabei, aber das war jetzt nicht das Ausschlaggebende, dass wir heute das Spiel verloren haben. Es geht in 2 Tagen schon weiter, Dienstagabend vor euch gegen Krimmitschau. Mit welcher Marschroute werdet ihr in das Spiel reingehen? Ja, wieder volle Pulle, so,
so wie wir eigentlich jetzt die Spiele jetzt vor dem Spiel heute gespielt haben. Das Gute ist, es geht bei 0-0 los. Ja, jetzt morgen setzen wir uns nochmal zusammen, analysieren das Ganze und dann wird es auch gut am Dienstag. Alles klar, vielen Dank und alles Gute, Stefan Reit. Danke, servus.